geht schon gut los. Irgendwie so ein LKW-Friedhof. Heute ist wieder bei Jenny mit frisch gestrichenen Haaren. Also man sieht es sogar auf dem Luftbild schon, diese LKWs. Ich weiß gar nicht, angeblich könnten die offen sein. Naja, nee, wir haben kein Glück. Ich habe die Vermutung, dass hier jetzt nichts weiter zu holen ist bei den LKWs. Außer, dass man nass wird und Jennys Haare explodieren dann. Hier gibt es sogar noch Lagermaterial. Das hier kommt durch. So, die Gebäude stehen aber auch offen. Die sind vielleicht etwas interessanter. Also man sieht, dass es schon etwas länger verlassen ist. Aber im Moment sind wir doch noch auf einer Suche nach einem Eingang. Ich hoffe, dass wir einen finden. Letztens muss wohl noch offen gewesen sein. Also noch gar nicht so lange her, 2 Wochen oder so. Ich habe die Befürchtung, hier fehlt schon ein Teil. Hier fehlt schon ein Teil vom Gebäude, oder? Also ich weiß nicht, ob da hier mal, ob das Innenhof war oder ob das mal komplett überdacht war, da drüben, hier so. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal drin. Also hier ist auf jeden Fall, also offener geht's nicht. Ja, normal. Aber das sieht irgendwie cool aus, so ein bisschen. Okay, hier ist schon gekehrt worden, ein bisschen. Wie immer diese Unterlagenlager. Mal sehen, was da drauf steht. Also das waren nur Unterlagen für Baugenehmigung, für Gaslager und sowas. Und irgendwie Natronlaugentanks. Und das da hier könnte vielleicht irgendwie so ein... ja... Seminarraum oder sowas gewesen sein, oder? Das ist doch hier der übelste Serverschrank, oder? So, also Bau des Gebäudes schätze ich irgendwie 90er Jahre verlassen. Also die Unterlagen waren irgendwie von 2000 rum. Achso, man hätte ja mal auf den Feuerlöscher gucken können, was da drauf steht. Also auf dem Feuerlöscher stand nächste Prüfung 18. Aber naja, es sind auf jeden Fall schon wieder etliche Glaselemente im Arsch. Sicher sollten mal Glaswände gewesen sein, was das hier oben vermuten lässt. Also ich vermute, dass das hier einfach so ein Großraumbüro war. Speziell würde ich gerne mal wissen, was ist denn das? Ich habe nur Geräusche gemacht. Wollte nur. Also die Architektur hier ist schon ganz cool. Der Teppich ist dick und es muss eine gute Beleuchtung geben haben, also schön ausgeleuchtet, so ist, wie sie das gehört. Und der Schall, also die Akustik hier ist eigentlich nicht auch relativ schwach. Erstmal, man hört von außen kaum was. Fenster sind relativ gut isoliert und das Echo ist hier halt echt so buh. Das hier finde ich einerseits witzig, aber andererseits keine Ahnung, warum kann man eine Tafel zuklappen? Wen stört das denn? Also hier sind ja nochmal irgendwie so, ja, Waschräume oder was. Fall nicht raus. Da passe ich doch nicht durch, oder? Ach, scheiße. Ich hasse es. Oh, man kann das auch nicht anfassen. Also hier dicht Teppich, das kann nie im Leben Außenbereich gewesen sein hier. Das ist tatsächlich mal eine Halle irgendwie so gewesen. Die ist halt schon, ja, sind die Stahlträger schon abmontiert, nicht zerschnitten. Wir sehen ja leichter Feuchtigkeitsschaden. So, und hier sind auch noch wieder andere Urbexer. Waren schon leicht erschrocken. Jenny hat sie hier drinnen gesehen. Und dann war ich hier in dem
Dann war ich hier in dem Gang und habe dann irgendwie was gehört. Ja, dann haben wir uns schon mal zugewunken und dann war alles okay. Ja, mir ist gerade eingefallen, dass ich hierzu schon mal ein Video gesehen habe. Aber das macht ja nichts. Ich kann es ja mal verlinken. Also wir vermuten jetzt mal, dass das hier Küchenteil ist. Man kann irgendwie nicht so wirklich reingehen. Zumindest nicht ohne irgendwie, ja, wie so eine Gazelle. Das ist eher was für dich. Du hast doch irgendwie da reingeschafft. Da ist nichts weiter, oder? Da steht ein alter Korb, aber ich habe Angst, die Tür zu öffnen. Ach, naja. Und wir gehen jetzt in das andere Gebäude. Hier, da steht übrigens Kantine, sehe ich gerade. Das ist vielleicht ein hilfreicher Hinweis. So, hier nochmal ein anderer Teil. Oh, hier geht sogar eine Treppe. Aber warte, ja. Ja, hier fehlt halt irgendwie schon ein bisschen was. Ja, ich mache die Tür lieber wieder zu, nicht, dass die noch rumknallt. So, nächste Halle. Ja, was war hier drin? Es ist zwar eine Tür, aber es geht hier einfach nur runter. Ich sage nicht, da steht Wasser drin. Ja. Aber nicht gerade wenig, oder? So, Unterlagen. Wollen die hier die Unterlagen vernichten, anzünden oder was? Ja, schöne Telefone. Und irgendwelches Geröhr halt. Und ein Müllkübel. Für Aluabfälle, okay. So, hier dann irgendwie Mülllager. Das ist die mechanische Werkstatt, okay. Aber ein bisschen verrammelt. Schön, hier ist wieder mehr Licht und eine Treppe. Das ist immer schön. Das heißt, man kommt noch weiter. Da drüben geht es auch noch rein. Aber zum Glück nicht von außen, sondern wir gehen einfach hier durch. Die Tür haben sie leicht verkalkt, okay. Ja. Ich frage mich, ob hier tatsächlich irgendwie mal Scheiben waren. Hier sind Heizkörper, aber nichts so. Sehr kreativ. Okay, steht willkommen. Ein bisschen frage ich mich, ob das schon war oder ob das hinterher wieder mal irgendwelche Leute umlackiert haben, irgendwelche ehrenamtlichen Lackierer. Also die typischen Wege, die freigehalten werden müssen, markiert. Batterieraum. Hier steht übrigens Wasser. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, da reinzugehen. Im Batterieraum, der unter Wasser steht. Denn es könnte auch sein, dass das Batteriewasser ist. Was natürlich schwefelsäurehaltig ist. Also ich hätte jetzt fast gefragt, muss dann der Fahrstuhl weggeschmissen werden? Aber die meint es bestimmt ein kleines bisschen anders. Die Treppe, den Eingang nehmen wir nicht. Ich schätze mal, da geht es einfach nur einen Aufzug. Damit hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das hier ein bisschen eingerichtet wurde. Also das ist ein Durchgang in die andere Halle. Zugemauert, scheiße. Beziehungsweise zugeschweißt. Aber wie ich beim Schweißer der lang gelernt habe, das Wichtigste beim Schweißen ist das Weh. Das haben sie hier weggelassen. Dreh dich mal ganz schnell und dann drehen und dann hier Arm und Beine einziehen und dann hebst du ab. Hier läuft auch die Brühe rein. So, jetzt mal wieder zurück. Nehmen diese vertrauenswürdige Stahltreppe. Mir fehlt auch schon wieder ein Teil vom Fußboden. Was findet man hier in dem Treppenhaus? Treppen über Treppen. Da hinten ist auch noch mal eine. Ist das hier ein Überbleibsel von irgendeinem Polizeisiegel? Da liegen dann so ein bisschen technische Pläne und so weiter.
Ja, der Raum sieht irgendwie eigenartig aus. So, nun mal mit Licht geht's ins Archiv. Ja, da hinten sieht die Wand auch schon wieder so schwarz aus. Das ist ja ähnlich für Zeug. Hallo? Scharfstellen. Das ist ja Scharfstellen. Das ist vielleicht doch ein bisschen geschrottet. Es bewegt sich echt nicht so gut. Also hier liegen auf jeden Fall noch ein paar Unterlagen drin. Technische Unterlagen sehe ich hier. Also hier ist ja nicht mehr allzu viel zu sehen. Ich glaube nicht, dass wir da runter müssen, aber wir können ja mal hier reingucken. In den Reinraum. Treppenraum. Nur im Notfall. Okay. Das geht ja auch übel hoch. Hier sind noch mehrere Etagen. So, hier ist auch wieder nichts zu sehen. Ein kleiner Schwenk. Irgendwie ein bisschen creepy. So, hier ist irgendwie Laborraum. Ja, Schutzhandschuhe. So, hier steht ein bisschen im Graubereich, was auch immer das bedeutet. Also Gas verdichten und zindern. Das haben sie hier gemacht. Also hier steht, dass nur Personenverkehr zulässig ist. Man darf nicht mit dem Hubwagen reinfahren. Weil im Bereich der Holzböden irgendwie die Traglast nicht so ist. Und was ist da hier? Ja, das sind dann halt hier irgendwelche Kontrollgeräte. Glas verdichten. Naja. Das sieht schon lustig aus. Was wurde hier gelagert? Was? Kane? Da steht ein Heidenkompressor. Und hier der Raum ist einfach nur wieder mal Reifenlager. Ein Teil vom Boden fehlt. Und wir latschen hier einfach rum. Und auf dem Gelände wird irgendwie was verladen. Das gefällt mir gar nicht. Stimmen, ob das die anderen sind. Ich hoffe es. Denn die waren eigentlich nett. Hier gab es eine Umwegelei. Ja, wir hatten Glück, das sind ja die anderen von vorhin. Also wir haben jetzt die anderen belauscht und haben herausgefunden, dass da jemand Ahnung hat. Also hier wurde Glasfaser hergestellt. Hier gibt es auch nochmal Kernglas und so. Also Glasfaserherstellung kann ich leider selber nicht viel dazu erzählen. Von daher kann ich dann nur sagen, selber informieren. So, hier bin ich wieder in dem Teil, der unter Wasser steht. Hier wäre eigentlich ein Fußboden drin gewesen, richtig. Deswegen ist ja auch die Tür so doof. Wir laufen hier unten nicht rum. Also das habe ich keine Lust dazu. So, jetzt sind wir hier eins höher. Und wenn das Ding erst 2 Jahre leer steht oder so, dann frage ich mich, warum das dann schon so vergimmelt ist alles. Hier dein Lieblingszimmer, oder wie war das? Ja. Haben sie da die Regale gebraucht und das Zeug nicht, die Unterlagen. Vor allem frage ich mich, warum immer so viele Unterlagen übrig bleiben bei solchen Firmen, wenn die geschlossen werden. Naja, jedenfalls gibt es hier einen Heidenserverraum. Und hier draußen dieser gelbe Gang, den man da sieht. Jetzt. Kann man auch entlang gehen. Hier, das war wohl der Anfang vom Ende. Was hier war noch? Ja, stimmt. Ja. Wo waren wir hier? Nee. Ach ja, stimmt, da hinten sind wir irgendwie durchgekommen. Wo so ein bisschen Wasser ist und so. Cool. Hier ist auch wieder so eine Tür.
Wo ich mich frage, warum? Hier geht's einfach nur runter. Hier ist einfach nur Boden. Hier ist der Zustand. Das ist verheerend. Das ist doch nicht normal, oder? Genau wie das hier nicht normal ist. Aber es gibt zum Glück noch einen Nebenraum. Oder einen Nebengang. Also da kommt man nicht mehr hoch. Scheiße. Hier sieht es wieder ganz anders aus als in der Etage drunter. Aber hier müssten wir auch schon gewesen sein. Oder nee, doch nicht. Aber warum haben die hier am Anfang und Ende der Halle einfach nur Riesentüren? Jetzt haben wir den Zugang zu dem Tunnel irgendwie verpasst. Das ist doch Mist. Vor allem sagen die anderen noch zu uns, wir sollen leise sein. Die hörst du durchs ganze Gebäude. So, jetzt ist der Tunnel. Dann gehen wir jetzt mal hinter. Und ich höre, hält es. Vor allem, ich passe kaum durch. Ja. Das hält alles. Das wird schon halten, das ist Stahlbau. Oh, hier scheint die Sonne durch. Darf halt nur nicht daneben drehen. Ja. Upsala, meine Taschenlampe. Hier scheinen auch schon ein paar Leute drauf rumgelatscht zu sein. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Stromschiene hält. Doch. Willst du außen rum oder was? Oh. Verdammt, gut, ich muss wieder zurück. Also hier sind neben anderen Gebäude, aber da ist kein Durchgang. Nee, Spaß, ist alles vergrammelt bis jetzt. Und hier ist nebenan halt auch noch ein bisschen Betrieb. So, na gut, dass ich hier, hier knackt es die ganze Zeit. Ja, na gut, dass ich diesen Gang nicht weitergegangen bin, denn ich hätte nur auf der linken Seite lang gehen können, um hier rauszukommen. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Die hatten hier sogar wahrscheinlich für ihre Angestellten den Fahrradständer. Die sind sogar halbwegs anständig, wo man nicht das Fahrrad kaputt macht und wo man es auch anständig anschnallen kann. Also angemeldet ist der nicht, aber da hier ist frisches Holz drauf. Und na gut, das ist ja ein öffentliches Gelände. Kann man ja drauf rumlatschen. So, und jetzt kommt das Highlight. So, und der geht auf, oder was? Naja, da ist halt Geröhr drin und etwas Gestank. Und na, halt halbwegs ausgeräumt. Gut, das war's jetzt aber wirklich.